Kein Druckabfall mehr in der Kabine. Peter, wir müssen hier raus. Los! Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Projekt und zwar endlich wieder ein fettes Modpack-Projekt. Mit über 220 Mods, das Ganze heißt Minecraft Core. Und wir sind hier gerade schon auf unserem Startraumschiff, das uns hier abgeliefert hat. Genau, eigentlich schon. Also hier starten die Spieler, hier sind überall auch wunderschöne Spinte mit ein bisschen Essen und Jetpack. Okay, hier nicht. Mit Essen und Jetpack drin, womit man dann sich eine Startinsel aussuchen kann. Dazu kommen wir aber gleich erstmal. Jetzt zeigen wir euch erstmal, warum das Ganze Minecraft Core heißt. In der Mitte gibt es nämlich diesen riesigen Draconic Evolution Energiekorb mit einer sehr großen Zahl. Also so viel Energie passt hier rein. Und ihr seht, er ist gerade zu 0% gefüllt. Denn der Sinn von dem Projekt ist es... Ah, jetzt bin ich wieder, ne? Mit allen Spielern, die hier mitmachen, den Kern zu füllen. Also man benutzt Modifikationen, um Strom oder Energie zu erzeugen und die in den Kern zu leiten. Ein Projekt, wo wir alle gemeinsam Energie erzeugen müssen, um das Ding vollzukriegen. Und das ist auch Ziel des ganzen Projektes und natürlich auch schön zu bauen. Genau, und jeder, der vielleicht nicht so viel Ahnung von Energie oder Technik hat, der findet hier, glaube ich, auch auf jeden Fall was mit dazu, denn, wie gesagt, hier sind über 200 Mods mit dabei und es muss natürlich nicht jeder Technik machen, es sind auch sehr gerne Spieler willkommen, die nicht so viel Modpacks gespielt haben und die das vielleicht mal ausprobieren wollen und die können dann immer noch Neues mit dazulernen oder einfach mit coolen Deko- oder Troll-Mods ihr Haus weiterbauen und die Stadt verschönern. Genau, wo wir gerade bei Troll-Mods sind, sowas ist zum Beispiel auch hier drin enthalten, mach mal den Knopf. Also sind auch Sachen, die wir gar nicht kennen und deswegen ist das nicht. Aber die Stacheln sind irgendwie. Hätte ich auch gerade gedacht, ne? Je nachdem, von welcher Seite man gucken muss. Ja. Und ansonsten basiert das ganze Modpack auf Sky Factory 4. Das heißt, Rohstoffe erzeugt man halt mit Bäumen, also mit kleinen Mini-Bäumchen. Die wachsen dann immer auf solche kleinen Hopper und die lassen dann ihre Rohstoffe in die darunterliegenden Kisten fallen. Also das ist quasi so am Anfang das Ziel. Und mit den Rohstoffen kann man sich dann weiterentwickeln, weiterbauen und immer krassere Sachen bauen. Damit man den Core nicht einfach nur so füllt, gibt es auch immer wieder ein paar Meilensteine. Unter anderem neue Dimensionen. Es gibt hier die Lost Cities Dimension. Das sind so riesige Sphären, Kugeln in der Luft mit coolen generierten Städten. Und dann natürlich noch das Ende und den Nether. Und die werden immer bei bestimmten Energiemengen freigeschaltet oder alternativ, wenn die Energiemenge nicht erreicht wird, dann ab bestimmten Wochentagen in dem Projekt, damit man immer was zu tun hat und einem nicht langweilig wird. Und zur Map sei gesagt, das ist quasi eine Custom Sky Map. Das geht quasi vom Kern aus kreisförmig oder spiralförmig nach außen und wird halt auch immer kälter. Wie man hier sehen kann, ist hier oder in der Mitte sind solche Lava-Inseln, dann werden es halt Sandinseln und dann wird es halt grün und nachher wird es kalt zu Eis. Sollten jetzt Spieler sich, sage ich mal, eine Insel teilen, wäre es natürlich cool, wenn die zum Beispiel eine größere Insel nehmen oder auch wenn sich Gruppen zusammentun, dass sie halt größere Inseln haben, dass sie mehr Platz haben und nicht ein Einzelner so eine riesige Insel nachher hat. Boah, aber die sieht voll cool aus. Auf der Map sind auch überall immer kleine Secrets versteckt, die kennen wir allerdings auch nicht, die wurden vom Bilderteam gebaut. Das heißt, man kann hier auch immer wieder ein bisschen erkunden. Und wo wir gerade beim Bilderteam sind, Wege und alles andere drumherum, wie das Schiff, was quasi nachher entfernt wird, macht auch das Bilderteam. Also da muss man sich keine Sorgen drum machen. Inseln werden nachher vernünftig angeschlossen und beleuchtet. Man muss eigentlich nur ein schönes Haus bauen und viel Energie erzeugen. Oder nur ein schönes Haus bauen. Genau. Das war's dann soweit von Minecraft Core. Wenn ihr coole Leute kennt, die einfach mitmachen wollen, schreibt die ganz gerne an und die können dann uns anschreiben oder schreibt uns gerne, wen wir anschreiben sollen, damit die mitmachen. Und dann bauen wir auf ein cooles Projekt. Und wenn alles klappt, wenn wir genügend Leute dann am Start haben, sollte das ganze Ding am 1.9. starten. Also schon mal eintragen, 1.9. und dann geht's rund. Wolltest du noch was sagen so zum Abschluss? Tschüss. Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt und zwar endlich wieder ein Modpack-Projekt. Mit über 200 Mods. Das war schon komisch. Aber war schon cool. Wie so ein Zwerg. Mit über 200 Mods. Oh. Der Name dieses Projekts, Minecraft Core. Aber warum heißt das Minecraft Core? Wir gehen runter und gucken es uns an.